Aloha Seekräuter, aloha Wohnzimmerkantine. Herzlich willkommen zu dieser Ausblickfolge hier auf unserem Seekrauts-Kanal. Wir kriegen quasi gerade erst oder haben gerade erst Update 092 bekommen und wir blicken jetzt gemeinsam mit euch schon auf den europäischen Zerstörer Teil 2 voraus. Das ist dann die Fortsetzung sozusagen und es wird der Themenbogen rund um die europäischen Zerstörer fortgesetzt. Und zwar bekommen wir Kapitäne und zwar nicht nur einen, sondern sogar zwei. Und den ersten Vertreter, den finden wir hier, der wird aber in Anführungsstrichen wohl nichts historisches, besonders heroisches haben, sondern einfach nur verfügbar sein in der Waffenkammer. Vermute ich jetzt einfach mal, es wird dazu nichts weiter gesagt. Und den Namen hört ihr jetzt. Grzegorz Brzęczyszczykiewicz. Ja, und jetzt fragt sich vielleicht jeder, wie man auf so einen komischen Namen kommen kann, also so kompliziert auszusprechen. Dazu habe ich mal kurz recherchiert und habe folgende Antwort gefunden. Dieser Name ist ein fiktiver Name aus einer polnischen Komödie, sozusagen eine Komödie auf den Beginn des Zweiten Weltkriegs. Und ja, da wird sozusagen ein Offizier der Deutschen sozusagen so ein bisschen damit verarscht, möchte man sagen. Es ist wohl recht lustig, den kann man auch bei YouTube sehen, einfach mal den Namen googeln und dann gibt es da so ein paar nette Anekdoten sozusagen, da kann man sich darüber mal ein bisschen amüsieren, ist wirklich lustig gemacht. Ja, das ist das, was man zu dem Kapitän sagen kann und weiter geht's dann, damit ich euch jetzt hier auch vollumfänglich weiter informieren kann, nämlich mit Jerzy Swirski und das ist ein paneuropäischer Kapitän, der in sich hat. Es wird nämlich auch hier wieder besondere Fähigkeiten geben. Es wird zwei Talente geben, die teilweise sogar mehrfach zu aktivieren sind. Nämlich zum einen den Torpedo-Nachladeexperten. Nach Erhalt von 8 Torpedotrefferbändern reduziert sich die Ladezeit von den Torpedowerfern um 5%. Und das Talent kann mehrfach aktiviert werden. Also ihr macht 8, kriegt 5% Boni. Und die Ladezeit bei den europäischen Zerstörern ist ja schon nicht super mäßig lang. Kann man ja gut runterskillen, wenn man sie auf Torpedo skillt, was man übrigens tun sollte. Bei weiteren 8 gibt es wieder 5% und so weiter und so fort. Dazu kann man eben über Adrenalinrausch schon mal einiges machen. Und auch dazu kommen wir gleich noch. Der ist hier nämlich auch verbessert. Ja, der gibt nämlich 0,25% an Ladezeit für jeweils 1 verlorenen Prozent an Trefferpunkten. Also auch nochmal richtig heftig. Und dazu gibt es den Experten für das Zielen der Flakgeschütze. Wenn man nämlich 20 Flugzeuge abgeschossen hat, dann erhöht sich der kontinuierliche Flakschaden um 10%. Und wie ihr wisst, wirkt Adrenalinrausch auf jegliche Bewaffnung. Das heißt auf die Guns, auf die Torpedos und natürlich auch auf die Flak. Ja, also auf jegliche Bewaffnung, die ihr an Bord des Schiffes habt. Somit ist dieser Kapitän ultimativ stark für europäische Zerstörer. Also wenn ihr damit, ich sag mal, nach 10 Minuten im Gefecht noch seid immer und ordentlich angeflogen werdet und so eine ganzen Geschichten, dann könnt ihr da einen echten, riesenstarken DD aus eurer Harlan zum Beispiel machen. Ist auf jeden Fall mal einer, der definitiv passt und nicht so auf vielen verschiedenen Schiffstypen eingesetzt werden sollte. Es wird weitere Punkte in Update 093 geben. Es wird eine neue Kampagne geben, Stark im Geist. Da kann man dann später nochmal drauf eingehen. Es wird einen gewerteten Sprint geben. Und zwar vom 29. April bis zum 11. Mai auf der Stufe 9 und 10. Alle Klassen sind zugelassen, also inklusive Flugzeugträger. Es wird im Format 12 gegen 12 im Wettrüstenmodus ausgetragen. Ist diese Variante, wo diese Drops dann landen. Die müsst ihr aufsammeln, dadurch verstärken sich die Schiffe. Und auf unterschiedliche Art und Weise. Mal gibt es Ziel, mal gibt es Nachladezeit, mal gibt es Cooldown-Reduktion und also eine ganzen Geschichten. Das ist aber nicht alles, weil die Clan-Gefechte fangen eben auch wieder an und weil man das eben irgendwie nicht aufteilen möchte, warum auch immer, ich verstehe es bis heute nicht, warum ein gewerteter Sprint oder gewertete Gefechte gemeinsam mit Clan-Gefechten kommen müssen, das war ja in der Vergangenheit auch schon so. Clan-Gefechte gehen vom 15. April bis zum 8. Juni, also anderthalb Monate wieder und das ist dann die 9. Saison und die wird es in sich haben, weil das an möglicherweise, angeblich auch die nächste, also das erste Mal Flugzeugträger beinhalten wird. Ne? Im Format 7 gegen 7, Stufe 10 Schiffe sind zugelassen und ihr müsst in Zukunft wählen zwischen Schlachtschiff oder Flugzeugträger im Spiel. Beides ist nicht möglich, aktuell zumindest.
Es ist ein erster Test und man wird ganz genau beobachten, wie sich die Gefechte in den Clan Wars verändern. Auf jeden Fall wird es wahrscheinlich deutlich weniger taktisch werden, sondern ein sehr viel beweglicheres Spiel durch die Flugzeugträger. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich diese ganze Geschichte entwickeln wird. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und wie ihr wisst, diese Besonderfähigkeiten von historischen Kapitänen, wenn ihr den jetzt auf einem britischen Flugzeugträger zum Beispiel den neuen Kapitän einsetzt und so weiter, die funktionieren in Clan-Gefechten ja eben nicht. Gut, blicken wir mal weiter voraus. Was hat es jetzt damit auf sich? Ja, wir haben ja bereits schon die ganze Geschichte gehabt, dass wir den Update für die Geschwindigkeit im Hafen bekommen haben mit dem Anbringen von diesen Signalen und so. Und hier seht ihr jetzt, was in Zukunft möglich sein soll. Mit Update 093 kann es möglich werden, dass Sonder- und Wirtschaftssignale, also dass ihr einfach mehr Signale anbringen könnt. Ihr könnt im oberen Bereich, das sind ja die Kampfsignale, 8 Signale auswählen. Ihr könnt im mittleren Bereich bis zu 5 Signale auswählen, so steht es hier zumindest laut der Grafik. Und ihr könnt im unteren Bereich bis zu 8 Signale auswählen, also alle, die es sozusagen gibt. Ne? Inzwischen hat Wargaming wohl festgestellt, dass jede Menge Guthaben von diesen Signalen in euren Accounts gibt oder auf jeden Fall in der Masse der Spieler und wird jetzt eben die Möglichkeit geben, das wirklich x-fach zu stacken. Damit sollten dann auch mal EPs möglich sein von wahrscheinlich 50.000, 60.000 für einen Kapitän oder so eine Sachen in einer Runde, wenn man eine geile Runde hat. Ne? Und es werden eben die Signale schneller verbraucht. Ich glaube, das ist einer der Hintergründe, die da möglich sind. Entscheidend ist aber, ihr könnt nicht mehr als vorher bei den Kampfsignalen anbringen. Vorher musstet ihr euch ja die 8 mit den Kampfsignalen, also mit den ökonomischen und den Kampfsignalen teilen. In Zukunft habt ihr 8 Kampf und ja, bis zu 13 ökonomische Signale, die ihr dann verwenden könnt, verteilt auf die normalen ökonomischen Signale und die Sondersignale. Dann wird es auf der Karte außen, also die jetzt hier schon mit sozusagen aufgeploppt ist, wohl eine Möglichkeit geben, dass man relativ schnell alle Tarnungen und Signale deaktivieren, also abmounten kann, also abziehen kann und relativ schnell auch wieder aufsetzen kann. Also quasi mit so einer Art Regulierer sozusagen, dass man nicht alle Signale einzeln anklicken muss, sondern dass man so eine Art Set hat, was man einfach raufdrückt und dann hat man die Sachen wohl gemountet sozusagen, also angebracht. Ne? Sowas soll wohl in Zukunft auch möglich sein. Ich bin mal gespannt, wie sie das dann umsetzen werden. Die nächste Möglichkeit oder die nächste Option, die sie mit dem Update 093 in das Spiel bringen wollen, ist die Möglichkeit, dass man im Forschungsbaum Informationen zum Schiff bekommt, nämlich welche Stärken und Schwächen es hat, ob es eher gunlastig ist oder hier sieht man ja die grünen und die roten Punkte, das wird wohl Vor- und Nachteil sein. Ja, so die Grundcharakteristik soll da ein bisschen erzählt werden und das wird in die verschiedenen Schiffsgruppen, aber eben auch verschiedene Schiffe bezogen werden. Ne? Hier seht ihr, das ist der Infobutton, hier steht dann ganz klar, das sind torpedolastige Schiffe meinetwegen und hier ist es dann auf ein Schiff bezogen, hier geht es um die Yuyang als Beispiel. Ne? Ja, das sind die Bilder dazu und dann gibt es natürlich Tarnungen, die ins Spiel kommen. Und zwar gibt es die Tarnung japanischen Glanz. So habe ich es zumindest ins Deutsche übersetzt. Das ist eine Tarnung der Hayate. T10, ja, Zerstörer. Wir hatten zu Weihnachten die Möglichkeit festzulegen, wie dieser Zerstörer ins Spiel kommt. Free XP hat gewonnen. Wir haben jetzt mit der Smarland erst vor kurzem einen T10 Zerstörer quasi ins Spiel gekommen bekommen für Free XP, für 2 Millionen Free XP. Ich vermute, dass die Hayate nicht viel günstiger sein wird. Könnte natürlich sein, weil es eine Art Community-Schiff ist durch die Auswahl. Wir werden sehen. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Vielleicht wird es extrem günstig werden oder so. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht genau. Da gibt es ja verschiedene Ansichten. Außerdem kommen noch weitere Tarnungen ins Spiel. Ich vermute, dass das eben mit dem Siegestag, der ja in Russland gefeiert wird und so, zu tun haben könnte. Hier sind dann Tarnungen verschiedener Schiffe. Hier ist Minsk, Implacable, das ist dann eher britisch angehaucht. Dann gibt es Texas, das ist dann eher amerikanisch angehaucht. Also diese Nationalfarben sind da immer so ein bisschen verändert. Bei den Franzosen passt es natürlich auch mit dem Rot, Weiß und Blau ist hier immer interessant kombiniert, sage ich jetzt einfach mal. Ja, wie wir mitbekommen, das sind alles nur Flaggen, wo immer Rot, Weiß, Blau drin vorkommt. Ein deutsches Schiff wird es nämlich nicht geben in diesen Sondertarnungen sozusagen. Wie diese Sachen zu bekommen sein werden, ist bis jetzt nicht klar. Ob das vielleicht was mit der Kampagne Stark im Geist zu tun haben könnte, bleibt vollkommen offen. Ich bin mal wirklich sehr gespannt,
wie das mit den Kapitänen wird. Vor allen Dingen mit Jerzy Świerski. Das ist so im Moment der Punkt, der mich am meisten interessiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil, also ich denke, dass der Kapitän, wenn der so kommen würde, wir reden natürlich hier von Work-in-Progress-Inhalten, sehr, sehr stark sein könnte auf den entsprechenden Zerstörer. Gut, man muss natürlich erstmal seine 8 Bänder für Torpedos bekommen, man muss seine 20 Bänder für abgeschossene Flugzeuge bekommen und so eine ganzen Geschichten. Aber wenn das so ins Spiel käme und mit der Kombination Adrenalinrausch, wird der sehr, sehr stark sein. Das ist meine Meinung. Man sollte wirklich zusehen, dass man den bekommt. Es ist immer noch nicht klar, wie man ihn bekommt. Ob er einfach nur für Kohle in den Hafen gestellt wird oder ob er halt dann auch erspielbar sein wird mit irgendwie in der Verbindung. Ob man da was sammeln muss für Freispielen mit irgendwelchen Marken, irgendwelche Token. Das ist alles hier nicht weiter erwähnt. Ja, und das war eigentlich der Ausblick auf das Update 093. Das sind die ersten Informationen. Wenn es weitere gibt und wenn der PTS dafür online ist, kennt ihr das ja, wird es auf jeden Fall nochmal Gameplay vom PTS-Server geben, wo ich euch alle wichtigen Sachen dann wieder zusammenbringe, sodass ihr schon mal einen Eindruck habt, wie dieses Update dann aussehen wird. Ich wünsche euch jetzt was. Danke für eure Zeit, zum einen für das Einschalten und ich freue mich jetzt auf eure Kommentare zu den kommenden Inhalten. Genießt Update 092, denn mit 093 kommen schon wieder neue, komplexe Inhalte auf uns zu. Grzegorz Brzęczyszczykiewicz. Bis dann, euer Secrets Team, euer Andi. Ciao, ciao.